Servus, liebe Freunde. Halli, hallo, herzlich willkommen hier zurück in Südhämmern. Der Kredit ist wie immer ja bei 300.000. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das geht jetzt nicht so easy und locker, dass wir das mal auf die Schnelle weghauen. Ansonsten sieht es ganz okay aus. Ich würde sagen, damit wir auch mit der Düngerproduktion hier weiter zu rankommen, holen wir uns gleich mal die nächste Gülle. So. Werden wir uns gleich mal Gülle holen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier in dem Milchspeicher noch was drin haben. Überhaupt kein Plan. Gucken, ob wir da noch irgendwas drin haben. Da war es gerade. Weil wir hatten wir da mal was reingelegt oder ist da noch nichts drin? Ne, wir sind hier noch jungfräulich. Schön. Das ist sehr gut. Ja, wir müssen uns auf alle Fälle um das Füttern der Kühe kümmern. Das wird wichtig. Jetzt kommt erstmal wieder die Katastrophe mit der Gülle. Ne? Also hier geht es ja relativ einfach. Also nicht auffüllen, das ist nämlich Wasser. Das ist auch der Punkt, sondern befüllen. So, hoffen wir mal. Da ist es, Befüllung starten, genau. Das brauchen wir, damit wir Gülle kriegen. So, und das ist jetzt immer so die Krux hier drüben. So ein bisschen schwierig ist das dann schon. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich noch Silage? Ne, sieht leer aus, schade. So, ich habe jetzt gar nicht mehr vom letzten Mal im Kopf, wo wir da genau hinfahren müssen. Das war ziemlich chaotisch, bis wir da dran waren. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht, hier war das, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir mussten drüben an die Seite, ne? Dieser Punkt war ja ziemlich blöd zu finden. Wir fahren einfach mal hier hinten ran. Auffüllen ist falsch. Befüllen, oh, das ist doof. Nee, das ist es nicht. Oh, das ist so eine... Jetzt hängen wir fest, oder was? Gut. Das ist so eine blöde Ecke hier bei den Kühen. Das ist sehr blöd gemacht, muss ich sagen. Da war es, Befüllung starten. Da ist es, da ist es, da ist es. Ha, komm, bitte. Ja, da. 1429 Liter. Da hammert wenigstens wieder ein bisschen Gülle. Die können wir gleich zur Düngerproduktion nutzen. Ja, also mit der Gülle, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber so nach und nach haben wir den Dreh raus, wissen immer so ungefähr, wo wir hin müssen. Und ich denke, dadurch, dass wir da doch jetzt ein bisschen Bedarf haben, müssen wir zwei Sachen gucken. Also zum einen, wir sind natürlich mit dem Freund Frontlader sehr viel unterwegs. Im Moment noch wegen Traktormangel, aber da ist natürlich die Frage, macht es Sinn, erstmal hier gegen den Traktor zu fahren? Und zweitens, würde es was bringen, wenn wir uns so eine kleine Kehrmaschine holen? Dann könnten wir da unabhängig von allem eigentlich ganz gemütlich hier uns durch die Gegend bewegen. So, jetzt müssen wir erstmal abtanken. Der ist schon wieder voll, aber ist auch bald durch. Nicht gleich, aber bald. Bald demnächst irgendwann mal. So, und ich hoffe, der wird jetzt nicht da oben gerade voll sein, dass wir da einigermaßen gescheit abtanken können. Das wird sonst schwierig. Wir gucken uns das Geschichtchen hier mal an und in der Zeit trinke ich noch Schokolade. 12,9 haben wir drin. Also so 1,5 bis 2 Kipper metrischer Füllung schaffen wir noch. Aber das ist natürlich jetzt noch so ein Punkt, wo wir mal genau gucken müssen. Ja, der fängt natürlich jetzt auch nicht ganz hinten an. Da würde ich sagen, fahren wir am Ende noch einmal die Querspur sozusagen. So, und wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Ja gut. Dann kann der nämlich erstmal ganz gemütlich hier abtanken und weiterfahren. Denn die Mission ist ja auch wichtig. Ich muss gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt prozentual stehen. Also einen Kipper haben wir ja festgestellt, ungefähr müssen wir noch abgeben. Der Rest wäre für uns. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich sehr gut. So, hier sind wir durch. Schauen wir mal schnell, wo wir stehen. 68%. Boah, hauptsächlich Erntemission, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal gleich selbst unser eigenes Feld ernten. Da dauert es nicht mehr lang. Da haben wir ja festgestellt, dass wir da entsprechend schon fast auf der Reifestufe sind auf dem Feld 9. Da ist es noch nicht so weit zum Glück, aber es kann auch nicht mehr allzu lange dauern. Das ist so das nächste Thema. So, wir haben wieder eine Menge Saatgut da. Das ist erfreulich. Dünger haben wir wieder ein klein wenig da. So, und wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier Wiese organisieren. Das wird jetzt gar nicht so einfach, weil wir haben nicht wirklich viel Fläche, wo wir Wiese sammeln können. Das ist das Problem. Und da müssen wir uns auch noch auf alle Fälle was überlegen.
damit wir da eine einigermaßen vernünftige Lösung finden. Denn hier die drei Feldumrandungen, das bringt uns nicht viel. Das bringt uns nicht wirklich viel ein. Das ist das Problem. Wir kriegen hier ein bisschen was rein. Das Gras ist schon wieder hochgewachsen, aber trotzdem, wir brauchen eigentlich ein kleines Feld, auf dem wir eine richtige Wiese machen, denn die Kühe werden immer mehr und so kommen wir eigentlich kaum noch hinterher mit Mischration und allem drum und dran. Gras an sich brauchen sie ja auch, das ist das nächste Thema. So, ich weiß jetzt auch zum Beispiel gar nicht, können wir auch hier mähen? Oder haben wir da keinen Zugriff? Doch, hier können wir auch mähen. Gut, dann haben wir wenigstens ein kleines bisschen Wiese. Aber das ist natürlich schon eine kleine Problematik, die wir jetzt hier haben. Weil die Schafe brauchen ja dann auch wieder Gras und und. Also wir müssen echt uns überlegen, ob wir nicht erstmal, wenn es nur prophylaktisch ist, oder prophylaktisch sei schon, provisorisch, dass wir uns nicht ein Feld als Wiese machen. So, ich denke, hier können wir wahrscheinlich jetzt mit der Einsaat starten. Das probieren wir gleich, ob das jetzt funktioniert. Und bam, bam, bam. Jetzt müssen wir mal gucken, was eigentlich bei der Mischration noch fehlt. Ich glaube, wir müssten wieder Heu machen, ne? Heu ist jetzt schon wieder das Thema. Jetzt haben wir das Heu gerade verbraucht und bräuchten eigentlich schon wieder Heu. So, und hier haben wir das nächste Problem. Gras bei den Schafen müssen wir noch machen, aber da haben wir noch ein bisschen was drin. Also die sind noch relativ versorgt. Nur die Kühe sehen halt ziemlich traurig aus, ne? Da sieht es sehr, sehr schlecht aus im Moment. Deswegen auch die Überlegung mit so einer kleinen Kehrmaschine, ob wir da eventuell nicht einfach sagen, wir holen uns da eine, dann können wir zumindest immer schön alles sauber halten und dann auch das, was die praktisch allen Müll ausscheiden, können wir denen ja sozusagen gleich wieder geben. Also nicht am Müll ausscheiden, sondern was sie da verkleckern in Anführungszeichen. Das könnte man denen direkt wieder geben. Das wäre möglich. So, wir fahren mal so langsam in Richtung des Kuhstalls. Ich weiß nicht, ob wir hier zwischendrin noch ein bisschen was abmähen können. Ja, können wir. Müssen jetzt alles mitnehmen, nachdem wir noch keine Wiese haben. Aber das müssen wir uns echt überlegen. Also ich bin schon am Liebäugeln, ob wir aus der 10 nicht erstmal eine Wiese machen. Dann haben wir trotzdem noch zwei Felder und könnten eigentlich da aber schon mal so ein bisschen was einfahren. Auf der Wiese kriegen wir ja auch deutlich mehr Gras raus, als wenn wir hier, also auf dem Feld, als wenn wir hier diese kleinen Umrandungen uns da vornehmen, die natürlich nicht wirklich viel bringen. So. Jetzt gucken wir mal, wo es am dringendsten ist bei den Kühen. Eigentlich überall, ne? Es geht einigermaßen, aber wir brauchen schon noch einiges. Ich würde sagen, das Gras packen wir mal direkt rein. Damit die Jungs da zumindest schon mal ein bisschen Grundversorgung haben. Da müssen wir uns echt ein bisschen irgendwas Effizienteres ausdenken. Das, was wir da jetzt haben, ist nicht so wirklich der Renner. So, gucken wir mal. Das. Ja, Billy. Oh, wow. Ja. Ja, Billy ist gerade wach geworden. So, dann haben wir schon mal hier ein bisschen was. Das ist in Ordnung. Natürlich noch nicht viel, aber zumindest ein wenig. So. Dann müssen wir uns echt mal über. Ja. Ja. Hi, mein Schatz. Guten Morgen, Billylein. Ja, süße Maus. So, und das Rüberbücken hat schon gleich wieder gezogen. Juhu, ich bin so begeistert, ehrlich. Ich bin sowas von begeistert. Ich hasse es. So, bam, bam, bam. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ich überlege. Ich wollte überlegen, ob wir uns so eine Kehrmaschine holen. Ob wir uns so eine Kehrmaschine holen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, unter was die eigentlich lief. War die unter Tierhaltung? Nein. Oder was hatten wir die denn? War die divers? Auch nicht. Oh, oder habe ich die gar nicht drin? Das kann natürlich sein. Ah, das kann sein. Da muss ich gucken. Ich muss, glaube ich, die Kehrmaschine noch reinsetzen. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht hier. Okay, dann müssen wir da natürlich gucken. So, dann nutzen wir mal die Gelegenheit. Schauen mal, wie es mit dem Stroh aussieht. Ob das schon soweit verarbeitet ist. Zum Großteil ja. Auch jetzt haben wir keinen Sprit mehr. Ich glaube es nicht. Jetzt haben wir keinen Sprit mehr. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir wieder Sprit organisieren. Oder haben wir in unserer Tankstelle hier noch ein bisschen Sprit? Das wäre natürlich auch gut. Hier können wir schon mal Kompost einfüllen.
So, kriegen wir schon mal ein bisschen was zusammen wieder. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie das mit der Spritproduktion aussieht. Und zwar werden wir mal ganz kurz da zur Dieselherstellung springen und mal schauen, was wir hier noch so haben. Wir haben hier Bedarf an Rubs, dann könnte man noch ein bisschen was herstellen. Wir müssen aber auch mal gucken, was wir noch eventuell an Diesel da haben. Das sehe ich hier aber nicht. Doof. Wieso sehe ich das nicht? Doch, da unten Diesel 0. Ha, haben wir leer. Ach nö, Diesel ist alle. Raps brauchen wir. Dann gucken wir gleich mal, ob wir an der Tankstelle oben, an unserer eigenen Haustankstelle, ob wir da noch ein bisschen Sprit haben. Aber da müssen wir dann auf alle Fälle auch mal wieder aktiv werden. Ihr seht viel Fahrerei, deswegen ist das mit dem JCB gar nicht so abwegig, dass wir uns da was holen. Was Besseres. So, den tanken wir erstmal leer. Ich glaube, der ist dann auch ziemlich voll, der Kipper. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wo stehen wir denn in der Mission überhaupt? Wir sind bei 77%. 77%. Wow. Ist aber noch eine Menge zu ernten. Wir sind jetzt bei 90% hier. Ups. Okay. Da passen dann sogar noch 2900 Liter rein. Das nehmen wir uns natürlich noch mit, ne? Das ist klar. So, wir bringen erstmal Kompost weg, dass wir so ein bisschen Geld kriegen. Und halt bevor wir das machen, schauen wir schnell mal an die Hoftankstelle. Die ist ja hier direkt nebendran. Weil wir brauchen ja im Moment noch nicht viel Sprit. Wir haben ja noch nicht so viele Maschinen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was abzwacken. Da ist nämlich auf alle Fälle noch was drin. Wie viel weiß ich jetzt nicht, aber das sehen wir gleich. 3400 Liter. Jo, da können wir sagen, wir packen. Och Gott, geht das langsam. Och Gott, geht das langsam. Ja. Also, wir sehen uns dann so in zwei Folgen wieder, wenn dann hier mal so 1000 Liter umgepumpt sind. Oh mein Gott, ist das langsam. Gut, ist halt eine Tankstelle, ne? Ist jetzt nicht unten die große Abfüllanlage. Das dauert dann halt einen Moment länger. Eieieiei. So, ich weiß auch nicht, wie viel Sprit die verbraucht, aber ich glaube, das reicht erstmal. Wir geben das mal ab. Es muss ja nicht gleich alles leer gemacht werden, aber so kann man das hier zumindest wieder ans Laufen bringen, die Anlage. So. Müsste jetzt gleich wieder aktiviert sein. Gut, dann ja, weiter im Text. Wir waren auf dem Weg zum Gartencenter, damit wir hier ein bisschen Kohle verdienen. Und wie gesagt, also ich bin echt am Überlegen, ob wir uns nicht das Feld Nummer 10 als Wiese machen. Ich glaube, das würde jetzt erstmal Sinn machen. Denn die andere Wiese kostet 360.000 Euro. Wir wollen ja auch vom Kredit ein bisschen runter. Wir kaufen immer unsere Folgekühe. Der Bedarf wird höher. Das ist natürlich auch so ein Thema, wo wir dann immer ein bisschen mit vorsorgen müssen. Und ich werde auf alle Fälle schauen, dass wir bis zur nächsten Folge dann definitiv die Kehrmaschine mal mit reinnehmen. Könnten auch hier bei der Wolle mal gucken. Der Hänger hat schon ganz schön was drauf. Können wir mal gucken, wie viel da im Prinzip die Wolle uns bringen würde. Ich denke mal, das werden auch nochmal ein paar Euro werden. Klar, ich könnte jetzt wieder Kredit aufnehmen, aber das will ich eigentlich nicht. Ich möchte ja vom Kredit runterkommen. Und das jetzt so zu koordinieren, dass wir das in Verbindung mit den Investitionen machen, ist natürlich so ein bisschen ein kleiner Spagat, den wir da gehen. Weil ein Teil zurückzahlen, aber trotzdem genug Geld haben, um was Neues zu kaufen. Also das ist nicht so ohne. Aber ich denke mal, hier der Kompost, der wird uns auf alle Fälle jetzt noch ein bisschen was einbringen. Gülle verkaufen und sowas, das ist natürlich totaler Quatsch, weil daraus können wir unseren eigenen Dünger machen, da haben wir viel mehr von. Und wir können ja, ach stimmt, wir können ja sogar Dünger verkaufen, nicht nur Saatgut, ne? Das ist ja das nächste Thema. Da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Ich gucke nur nach Saatgut, aber wir könnten ja auch den Dünger verticken. Glaube ich. Ich gucke gleich nochmal rein. So, geldmäßig geht's hoch. Wir gucken mal gerade. Also, Kompost ist logisch. Doch, wir können sogar hier unseren Dünger im Gartencenter verkaufen für einen Haufen Geld. Oh, Kühe, Schweine produziert Mist und Gülle bitte ohne Ende. Weil auch den Dünger verkaufen wird sich lohnen. Also können wir Dünger verkaufen, Saatgut und Kompost. Ja, damit haben wir doch die drei wichtigsten Komponenten, die wir brauchen. Besser geht's doch gar nicht. Das ist optimal. Das ist super.
Dann planen wir das so: Kompost, Saatgut, Dünger zur Geldbeschaffung. Mit dem Sprit, das wird einfach zu umständlich, weil erstens brauchen wir drei Komponenten für da unten, die ja uns sozusagen wieder verloren gehen zum Verkaufen. Außerdem brauchen wir den Sprit, wenn für die Kompostproduktion für unsere Maschinen. Von daher wäre das doch am sinnvollsten, wenn wir aus den Abfallprodukten der Schweine und der Kühe, wenn wir daraus Geld machen. So werden wir das angehen. So werden wir da in der nächsten Folge loslegen. Wie gesagt, ich gucke dann auf alle Fälle. So, wir schauen, ob wir hier noch gerade den Hänger vollkriegen, schnell. Ich schaue dann auf alle Fälle, dass wir die Kehrmaschine noch mit reinnehmen, weil die fände ich ganz super. Das ist ein kleines Huddelchen, mit dem können wir immer mal von Stall zu Stall fahren und einfach mal schnell aufkehren und abgeben. Das geht ja für alle Fruchtsorten. Mit dem Ladewagen geht das nicht für alles, ne? Das ist halt das Problem. So, schaffen wir das? Fährt er hier außen, bleibt stehen. Mal gucken. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Bleib da. Ich weiß, du wirst durch ein Objekt blockiert. Jetzt fährt er wieder los. Ich will dich leer tanken, dass du weiterfahren kannst. So. Außerdem möchte ich das dann hier gleich hochbringen. Ich denke mal, das wird de facto der letzte Hänger sein, den wir brauchen. Und dann ist der Rest sogar für uns. Ja, lass mich doch mal gerade weg. So. Hier die Ecken, die können wir vielleicht auch nochmal mit einer Spur mitnehmen, aber hier sind wir gut aufgestellt. Dann kommen wir mit der Mission auch super voran, 83%. Die gibt nochmal 7.900 €. Und ich denke mal, die Gerste, die werden wir aber wahrscheinlich für uns behalten, damit wir hier weiter für die Saatgutproduktion noch ein bisschen was haben. Das werden wir nämlich benötigen. In dem Sinne sage ich für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.